Diese Woche hatte ich Schwierigkeiten, die zwei Filme anzusehen. Die Handlungen fand ich ziemlich gut, aber Stummfilme gefallen mir gar nicht. Die Schauspielerei in dieser Zeit war lustig und auch lästig bei mir. Ja, ich verstehe, dass dieses Fehlverhalten expressionistisch ist, aber ich finde es nur dumm. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich mich diese Filme angesehen habe, weil ich jetzt Expressionismus besser verstehen kann. Eine Frage, die ich jetzt habe, ist mit dem Film Metropolis. Wenn Hitler und Goebbels der Film gefällt, warum war ihn enttäuscht erklärt? Vielleicht sie mochten den Film persönlich, aber nicht aus Propaganda. Aber das ist auch nicht sinnvoll, weil Goebbels einst gesagt hat, dass das Sozialrecht in Metropolis mochte. Wenn sie enttäuscht oder nicht sollten, das weiß ich nicht. Ich freue mich, dass ich mich die Filme angesehen habe, aber hoffentlich werde ich keine Stummfilme mehr aufstehen.